Schwiegertochter gesucht, frohe Neuigkeiten. Dieses Kultpaar bekommt ein Baby. Wie schön. Von der RTL-Kultsendung Schwiegertochter gesucht gibt es freudige Neuigkeiten. Nach Informationen des Senders erwarten Anke und Guido aus Staffel 11 ihr erstes Kind. Systemgastronom Guido und Baumarktkassiererin Anke waren die großen Publikumslieblinge der vergangenen Staffel der von Ferrer und Wen, 50, moderierten Kuppelshow. Zum krönenden Abschluss stellte Guido seiner Herzallerliebsten die Frage der Fragen: Willst du meine Frau werden? Sie wollte und schwärmte: Wir gehören jetzt einander und werden uns auch immer und ewig lieben. Hotel Mama ist Geschichte. Ihr Glück vollends perfekt macht nun das erste gemeinsame Baby. Doch nicht nur für die werdenden Eltern wird sich einiges ändern. Guidos Mutter Sigrid fiel es immer schwer, ihren Sohn gehen zu lassen. Doch jetzt muss sie das, wie RTL bekannt gab, wird Engelsliebhaber Guido das Hotel Mama nun endgültig verlassen und mit seiner Anke zusammenziehen. Weiter mit der beliebten Sendung geht es übrigens am 8. Juli. Dann startet Schwiegertochter gesucht die neuen Söhne. Neben einigen neuen Liebessuchenden werden auch Anke und Guido noch einmal zu sehen sein.